Circa 200 Skulpturen und Reliefs stehen hier. Dicht an dicht im ehemaligen Hörsaal 4 am Ulmen Campus. Büsten antiker Philosophen und Politiker, Statuen griechischer und römischer Götter, aber auch Grabplatten stehen hier zur Besichtigung bereit. Doch was hier überwiegend weiß beeindruckt, sind nur Gipsabgüsse. Zwar wurden solche schon ab 1872 in Rostock hergestellt, aber das Alter ihrer Originale aus Marmor erreicht hier bei weitem keiner der Abgüsse. Und doch hat diese öffentliche Ausstellung großen Wert. Was sonst nur in Büchern und auf Fotos zu erahnen ist, kann hier am Stück dreidimensional erkundet werden. Um Originale miteinander zu vergleichen, müssten Hunderte von Kilometern zurückgelegt werden. Hier manchmal weniger als ein Meter. Aber die archäologische Sammlung hat noch einen weit größeren Schatz an Originalen vorzuweisen. Im Museum des Heinrich-Schliemann-Instituts befinden sich Teile hiervon in einer Lehrsammlung. Sie dient vorrangig dem akademischen Unterricht und ist nur eingeschränkt öffentlich zugänglich. Besonders hervorzuheben ist der sogenannte Rostocker Adonis-Sarkophag mit einem sehr gut erhaltenen Reliefzyklus. Gut verschlossen werden hier noch viele andere Funde wie Skulpturen und Keramikprodukte aller Lebensbereiche der Antike verwahrt. Solche Funde und eine lange Forschungstradition ermöglichen uns heute umfassende Einblicke in die Produktion und Verwendung all dieser Objekte. Und so formen sie ganz maßgeblich unser Bild der antiken Kulturen und deren Veränderungen.